Die Zensur im Dritten Reich war eine sehr raffiniert geführte Institution. Grob heißt ja Zensur freie Stellen auf den Zeitungsseiten. Aber niemals ist im Dritten Reich eine Zeitung mit weißen Stellen erschienen. Das heißt, dass im letzten Augenblick Artikel herausgenommen wurden von der Zensur. Das gab es nicht. Goebbels hatte sehr viel geschickter die vorbereitende Zensur gemacht. Es auf den täglichen Pressekonferenzen im Propagandaministerium wurde man belehrt, was man bringen durfte, was man nicht bringen durfte. Das war natürlich eine Gängelei erster Sorte. Das betraf die Zeitung und den Rundfunk. Und dann gab es für die Zeitschriften eine extra Institution, nämlich den sogenannten Zeitschriftendienst. Das war ein von einem Privatverlag, aber im Auftrag des Propagandaministeriums herausgegebener grüner Dienst, wie er auch hieß, der jede Woche erschien und in dem auf allen Gebieten der Zeitungsarbeit, der Politik, der Wirtschaft, der Kultur geschrieben wurde, was man beachten möge. Und ich habe als ich Student war, wurde mir dann, wir lernten ja auch verschiedene Leute der Praxis kennen, wurde mir angeboten, für diesen Zeitschriftendienst auf dem Gebiet der Musik mitzuarbeiten. Ich war begeistert, denn es trug erheblich dazu bei, meine Studienkosten zu tragen. Damals hatte man ja noch kein freies Studiengeld, man musste das alles selber bezahlen. Aber das waren keine Artikel, die man da schreiben musste, sondern es wurden in Stichworten Gedanken vorgetragen, also etwa Bach, weil es ein Jubiläum oder Mozart. Dann sollte man schreiben in Stichworten Lebenslauf, in Stichworten die Werke, Anregungen besonderer Art, also fachlich, Symphonie, Oper und so weiter. Das habe ich gern gemacht. Habe gar nicht begriffen, was das bedeutete eigentlich. Denn die Zeitungen, die Zeitschriften, die das nun kamen, auch in kleinere Zeitschriften irgendwo in der Provinz, konnten damit nicht viel anfangen. Und dann fragten sie uns, können Sie uns nicht fertige Artikel liefern? War ich natürlich auch sehr einverstanden, habe das geliefert. Und dann kam die Krux. Ich wurde eines Tages von dem Grafen Reventlow nach Potsdam eingeladen. Der gab eine nationale Zeitschrift heraus, der Reichswart. Reventlow ist ein alter deutsch-nationaler, nationalistischer Politiker und Autor gewesen, der sehr frühzeitig der NSDAP beigetreten war, aber sich mit Hitler überworfen hatte und Hitler nicht mochte, ihn aber nicht bekämpfen konnte, selbstverständlich. Der bat mich zu sich und fragte mich, ob ich ihn nicht entlasten könnte in der Zeitschriftenarbeit. Er sei Alleinredakteur, er schreibe noch ein Buch, er war schon hochbetagt, er wollte das noch beenden, von Potsdam nach Dorn. Er war immer gegen Kaiser Wilhelm und da schrieb er unentwegt Bücher dagegen. Und ob ich nicht die Zeitschrift leiten könnte. Aber bei diesem Gespräch merkte ich plötzlich, wie sehr er behindert wurde durch die Arbeit dieses Zeitschriftendienstes, an dem ich mitarbeitete, nämlich durch die politischen Seiten. Das Kulturelle kam bei ihm gar nicht so sehr heraus. Und da merkte ich doch, wie peinlich diese getarnte Gängelform vom Propagandaministerium in den Zeitschriften ankam und wie gehorsam alle stramm standen, mit vorauseilendem Gehorsam viele, dass ich ein schlechtes Gewissen bekam. Ich habe dieses Angebot abgelehnt unter Hinweis darauf, dass ich ja erstmal promovieren wollte und bin dann aus der Mitarbeit an diesem ZD-Zeitschriftendienst ausgeschieden.